Ja. Genau, also du hast ja schon Gewürzmischungen für uns alle zusammengestellt sozusagen. Willst du die mal vorstellen? Oder was ist dein Lieblingsgewürz geworden? Jetzt ist es ein bisschen saisonal. Mhm. Also jetzt natürlich klar, im Sommer mein Steak- und Grillgewürz finde ich natürlich sensationell, ja. Passt natürlich jetzt perfekt. Ja. Dann habe ich natürlich was mir persönlich auch ganz gut gefällt, ist natürlich mein Guten Morgen Quark. Mhm. Man muss ja auch immer irgendwie gut in den Tag starten, also brauche ich auch was fürs Frühstück. Und das ist zum Beispiel auch ganz interessant, das ist eigentlich ein bisschen was ich aus meiner Schubik-Zeit so wirklich verinnerlicht habe. Ja. Die Idee dazu kam eigentlich von Dr. Johanna Buttwig, das war eine Ölwissenschaftlerin, die auch damals den Nobelpreis hatte, die hat therapiert Magerquark und Leinöl, sehr erfolgreich. Und wenn man da zum Beispiel die Verbindung hat, wenn man das zusammen aufmixt mit Leinöl, dem Magerquark, entsteht ein Lipoprotein und das ist halt eben sehr gut für die Resorbierbarkeit, für die Blutfließfähigkeit und schmeckt aber erstmal noch nicht. Und da ist die Idee schon, okay, was mache ich? Also habe ich ein bisschen Orange, die ich mit reingebe in den Quark, bisschen Arganöl, dass es nussig wird und dann natürlich eine Gewürzmischung, die jetzt in dem Fall eher mit Zimt, Ingwer, sowas wird. Und dann kann man sich wunderbar vorbereiten, eine Woche in den Kühlschrank stellen, dann hat man jeden Tag ein tolles Frühstück, gebe ich ein paar Beeren dazu oder ein paar Leinsamen oder was man halt da möchte, habe ich einen perfekten Start in den Tag. Ja, oder das Bruschetta-Gewürz auch jetzt im Sommer, da lassen sich wunderbar auch Aufstriche machen. Also jetzt nicht nur Bruschetta im Sinne auf Brot, sondern nehme ein bisschen Frischkäse, gebe einen Tropfen Olivenöl ein, die Gewürzmischung, habe ich einen wunderbaren Dip und kann mit denen aufs Vollkornbrot oder ähnliches schmieren. So habe ich eigentlich für alles immer so meine Lieblingsgewürze. Gut, mein Chili Jalapeno-Salz mit Vanille ist so auch im Kochkurs der Klassiker. Ja, das stellt man sich einfach auf den Tisch und kann überall eine Prise drüber geben und das passt wirklich sehr, sehr vielseitig. Ja, und somit ist eigentlich für jedes Thema eigentlich was dabei. Für Fisch, für Italien ist Aglio Olio perfekt für die Pasta. Ja. Oder auch jetzt zum Grillen nehme ich einen Joghurt, reibe mir eine Gurke rein, gebe ein bisschen was von den Gewürzmischungen rein, die ist ein bisschen knoblauchlastiger, dann habe ich sofort ein Tzatziki eigentlich. Mhm. Also die Gewürze sind auch so, dass ich sie nicht nur für dieses Produkt nehmen kann, wo es draufsteht, sondern ich kann es viel vielseitiger eigentlich hernehmen. Ja, und hast du da auch Rezepte entwickelt? Die kommen alle mit der neuen Homepage, die dann so ab Ende Juni fertig ist. Oder man besucht einfach den Kochkurs, dann kann man gleich in der Praxis ordentlich hantieren mit den Gewürzen und sich rumtasten. Sehr.